Rezept ist echt nicht ohne. Also nur eine Vorwarnung, die Tränen sind echt. Wenn man das macht, also den Meerrettich ganz frisch reibt, kann auch sein, dass ihr mal kurz aus dem Raum rausgehen müsst, da es so dermaßen brennt in den Atemwegen und in den Augen. Also einfach mal kurz Pause machen oder wegschauen oder sich ganz, ganz, ganz schnell beeilen. Also da merkt man, die Bitterstoffe und alle anderen guten Sachen zieht ziemlich rein. Als allererstes schnappen wir uns eine frische Meerrettichwurzel. Ja, die sieht ein bisschen komisch aus, zugegebenermaßen. Die schälen wir erstmal und danach schneiden wir sie in kleine Stücke und lassen das Ganze über Nacht, also so mindestens 12 Stunden, in kaltem Wasser einweichen. Am nächsten Tag dann zerkleinern wir unseren Meerrettich in einem Mixer in ganz kleine Stückchen. Den klein gehackten Meerrettich geben wir jetzt halt einfach in ein Glas und überschütten das Ganze mit kaltem und am besten vorher schon abgekochtem Wasser. Und das Ganze lassen wir jetzt einfach für ca. 10 Stunden oder einfach wieder über Nacht unverschlossen bei Raumtemperatur stehen. Und am dritten und letzten Tag dann werden wir einfach diese Flüssigkeit, die ein bisschen zu viel ist jetzt im Glas, abschütten und einfach so viel noch überlassen von dem Wasser, bis wir diese gewünschte Pastenkonsistenz einfach haben. Und zu guter Letzt geben wir dann einfach noch in diesen ganzen Brei oder in die Paste, besser gesagt, noch einen gestrichenen Teelöffel Salz, einen gestrichenen Teelöffel Zucker und noch 1 bis 2 Esslöffel Apfelessig, je nachdem, wie sauer ihr es gerne haben mögt. Ja, und dann ist es eigentlich auch schon fertig. Ab in den Kühlschrank damit. Und dort hält sich das Ganze problemlos für eine sehr, sehr lange Zeit. Meine Oma sagt auch, bis zu einem Jahr wird eurem Meerrettich da wirklich nichts zustoßen. Und natürlich könnt ihr auch irgendwelche, ich weiß nicht, Brillen euch anziehen oder so, damit ihr nicht so krass weinen müsst. Aber falls ihr mal eine verstopfte Nase haben solltet, vor allem jetzt in diesen Zeiten, das ist auf jeden Fall das Rezept, damit ihr ein bisschen leichter atmen könnt und die Nase wieder frei geht.